Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu später Stunde. Ich möchte Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Ich begrüße Klaus Lamm. Er ist Neurowissenschaftler und Psychologe. Sein Forschungsinteresse gilt den Themen Empathie und selbstloses Verhalten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders aktuell. Was spielt sich in unserem Gehirn ab, wenn wir Menschen in Not sehen? Warum helfen und spenden wir? Und geschieht das tatsächlich gänzlich uneigennützig? Renate Daimler ist Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und Autorin, die sich mit dem Älterwerden, mit den Themen Lust und Weiblichkeit auseinandersetzt. Gibt es eine neue, sichtbare Frauengeneration 50+, mit Energie und Lebensfreude und einem neuen Selbstbild, das der wilden, weisen Frau? Zum 30-jährigen Jubiläum ließ Willi Residaritz die Kunst- und Kultfigur Kurt Ospan wieder aufleben. Der engagierte Künstler unterstützt seit Jahrzehnten das Integrationshaus, setzt sich für eine menschenwürdige Asylpolitik und für soziale Gerechtigkeit im Lande ein. Und ich begrüße Dudu Kütschügöl. Sie ist Bundesvorsitzende der muslimischen Jugend in Österreich, kämpft gegen Vorurteile und gegen das Islamgesetz. Was treibt die 31-Jährige an und wie geht es einer jungen Frau, die sich selbst als feministische Muslima bezeichnet? Herzlich willkommen meinen heutigen Gästen. Schön, dass Sie da sind. Frau Kutschügül, gleich an Sie die Frage. HC Strache hat letztes Wochenende eine sowas wie Islamisierungskontrollen in Kindergärten gefordert. Jetzt, wenn das auch ein wenig konkreter Vorschlag ist, was tut sowas stimmungsmäßig im Lande? Ich halte solche Aktionen, die einfach populistischer Meinungsmache dienen, für sehr gefährlich, auch für die Stimmung im Land. Es macht nämlich zweierlei. Einerseits mit der nicht-muslimischen Bevölkerung, dass Angst geschürt wird vor der muslimischen Bevölkerung, dass Menschen sich verunsichert fühlen im Land. Und das Gleiche passiert aber auch bei der muslimischen Bevölkerung, die auf einmal das Gefühl hat, sie steht da im Fokus, sie wird beschuldigt, sie wird verdächtigt. Und wenn da bereits Kindergartenkinder kriminalisiert werden, dann ist das schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und es ist gerade jetzt auch, wo auch einige Fälle waren, wo Musliminnen auf offener Straße attackiert wurden, derzeit auch die Verunsicherung groß auf muslimischer Seite. Und ich glaube, viel wichtiger wäre es, wenn man sich einfach zusammensetzt, ein bisschen näher rückt, miteinander redet. Und das passiert aber viel zu selten. Sie haben ja selbst auch eine höchst fragwürdige Situation erlebt. Sie kamen einer alten Frau, die von zwei Jugendlichen gestoßen wurde, zu Hilfe. Wollten ihr eigentlich helfen? Und wie hat diese Frau reagiert? Ach so. Das habe ich gepostet, aber das wurde mir zugesandt von einer anderen Muslimin. Ich war dann ein bisschen mit ihr in Kontakt und sie hat dann gemeint, sie ist eigentlich darüber bereits hinweg, dass solche Erlebnisse werden sie nicht davon wie abhalten, weiterzuhelfen. Wie war denn die Reaktion dieser Frau? Ach so, die Reaktion der Frau. Also ja, sie hat die Hand gegeben und wollte der Dame aufhelfen und sie hat dann die Hand genommen und als sie raufgeschaut hat und sie trägt halt auch ein Kopftuch, hat sie gemeint, ich sterbe lieber, bevor ich mich von so einer Ausländerin helfen lasse. Und sie war halt total schockiert, weil sie ist der alten Dame zu Hilfe gekommen und hat die Jugendlichen praktisch verscheucht, die aufgeholfen und war dann halt einfach schockiert und hat aber dann gemeint, sie wird sich jetzt von sowas natürlich nicht abhalten lassen, weiterhin Menschen zu helfen. Und das fand ich schön. Sie sind seit 13 Jahren bei der muslimischen Jugend aktiv. Damals mit ein Grund war 9/11, also die Terroranschläge in New York und die Stimmung, die es damals gegeben hat. War das genauso auch Ihr Antrieb? Es war damals, ich war wirklich im ersten Semester meines Studiums und diese Bilder, die im Fernsehen damals gezeigt wurden, das war einfach... Das war schrecklich. Und als dann geheißen hat, das sind Muslime, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist meine Welt zusammengestürzt, weil für mich war das unerträglich, dass ich auf die Straße gehe und ab dann Menschen mich mit dem in Verbindung bringen, weil ich Muslimin bin. Und ich bin dann auch wirklich zuerst eine Woche gar nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe auch wirklich die Vorlesungen geschmissen. Und wie ich dann wieder in Wien auch war das einfach zu spüren, wenn man in die U-Bahn reinkommt. Und das war einfach so eine Atmosphäre des allgemeinen, generellen Verdachts. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist sehr ähnlich. Es ist ähnlich und vor allem auch, ich glaube auch gerade im digitalen Zeitalter, man kriegt auch schlechte Erlebnisse und wenn sich was herumerzählt, dann wird das schnell verbreitet.
Und das verunsichert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele positive Sachen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Menschen sind jetzt extra freundlich, um zu zeigen, sie machen bei dieser Stimmungsmache nicht mit. Mhm. Und das ist dann so, wenn dann jemand noch, weiß nicht, beim Kinderwagen oder bei der Tür oder einfach so ganz Kleinigkeiten von unbekannten Menschen, das sind dann aber wieder Sachen, die sehr nett sind und sehr positiv aufgenommen werden. Und das ist auch schön. Und ich wünsche mir eigentlich mehr von diesen kleinen, netten Zeichen. Wenn es nur ein Lächeln ist oder wenn es nur eben ein Türaufhalten ist. Und das sind so die Sachen, die, glaube ich, wieder die Situation erwärmen. Und das brauchen wir viel mehr. Können Sie Menschen auch verstehen, die Angst haben, die Nachrichten hören von Radikalisierung, von IS-Terroristen und, und die dann vieles vermischen? Natürlich, und ich nehme mich da gar nicht raus, nämlich. Also, wenn ich diese Bilder sehe, bin ich ja genauso schockiert, wie Sie es sind. Wir sind ja, das ist ja unglaubliche Brutalität, Barbarei. Ich kann mir das, also, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Das kann man sich teilweise ja gar nicht ansehen, weil das so eine unfassbare Gewalttätigkeit ist. Und es ist grauenhaft. Es ist eine Bande von Mördern, die da durch diese Regierung, durch diese Region zieht und Schrecken und Terror verbreitet. Und das ist aber das ein bisschen das Komische, weil ich fühle mich eigentlich genauso wie Sie oder wie wir alle. Für mich ist das genauso schrecklich. Nur werde ich damit in Verbindung gebracht. Und das ist dann irgendwie... Mehr noch, Sie werden aufgefordert, sich zu distanzieren, auch, wo Sie dann immer wieder sagen, nein, ich will mich nicht distanzieren, ich habe nämlich damit nichts zu tun. Das wird mir dann auch vorgeworfen, interessanterweise in Gesprächen, weil ich sage, ich verurteile das als Mensch, da muss man ja gar nicht Muslimin oder irgendein Bekenntnis haben, das ist ja als Mensch zu verurteilen, was da passiert. Und wenn dann aber eben es heißt, distanziere dich davon, denke ich mir, was habe ich mit diesem Barbaren so gemein? Das ist dann für mich ein bisschen eine perverse Forderung, weil man denkt, das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe mit jedem meiner nicht-muslimischen Freundinnen und Freunde viel mehr Gemeinsamkeiten als mit diesen Leuten. Und mich zu distanzieren wäre zu akzeptieren, dass das irgendwie ein Teil von mir wäre. Mhm. Und das möchte ich gar nicht. Willi, bist du ein Mensch, der frei ist von Vorurteilen? Oder wo ertappst du dich, dass du auch auf Vorurteile reinfallst? Ich denke nach. Also ich weiß, dass ich Vorurteile habe. Mhm. Und mag aber, und das ist ganz wichtig, weil die mag ich nicht ausleben, die mag ich in mir sozusagen verarbeiten und dann sozusagen, dass ich dann sage, ich habe keine Vorteile. Ich habe sie, aber ich habe sie im Griff, sagen wir so. Mhm. Klaus Lamm, wonach entscheiden wir, gerade wenn es um Fremdes geht, ob wir mitfühlend reagieren oder ob wir ablehnend reagieren? Das ist ein komplexer Prozess, hängt immer von der konkreten Situation natürlich ab. Aber wenn wir uns jetzt diese Situation hier anschauen, dann gibt es da etwas wie eine, nennen wir es ruhig, kognitive Kategorisierung. Das sind jetzt die Muslime, das ist eine homogene Bevölkerungsgruppe, die sind so, die haben diesen Glauben. Und dann gibt es die Variante zu sagen, innerhalb dieser Kategorie gibt es auch Einzelindividuen, Menschen. Und das zu betonen ist in so einem Konflikt, denke ich mir, ganz wichtig. Zu sehen, dass die Muslime hier keine homogene Masse sind, sondern aus einzelnen Menschen bestehen, die genau gleich Gefühle haben in Reaktion auf die Dinge, die da passieren, gerade in Syrien und im Irak. Also das ist wichtig, das immer auch wieder hervorzukehren, weil der Mensch neigt, es hat eine Funktion natürlich zur Kategorisierung, schnell zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist warm, das ist kalt. Das hat einen großen Überlebenswert für uns. Das macht es viel einfacher natürlich, aber gleichzeitig verlieren wir dadurch viel Information. Wenn wir nur sagen, es ist schwarz oder weiß, dann fehlt sozusagen das Graue dazwischen. Und das ist aber das, was oft in unserer komplexen Welt viel wichtiger ist, wie nur diese grobe Vorkategorisierung. Ist Information da der Schlüssel? Du hast gesagt, du denkst nach. Das ist die eine Ebene. Die andere ist doch auch die persönliche Begegnung. Das ist auch das Mittel, das passiert. Bei der Akzeptanz des Integrationshauses im zweiten Bezirk, das sind wirkliche Menschen. Mhm. Das Vorurteil sagt, ja, die Flüchtlinge sind eher dünklere, junge Männer, bei denen man Messer im Hosensack vermutet. Mhm. Wenn dann eine Familie kommt, wir haben ja mehr als 50% Minderjährige im Haus, wenn dann eine Familie kommt mit kleinen Kindern, und man wird ihrer ansichtig oder man redet vielleicht sogar, dann ist ja das weg wie nichts. Mhm. Ein gutes Beispiel sind ja die Unterstützungen von Familien, wo ein Kind in der Schule von seinen Schulfreunden und Freundinnen sozusagen beschützt wird vor Abschiebung. Mhm. Wenn man die Leute kennt, dann sind es Menschen.
Und wenn man es nicht kennt, dann ist das die sowieso Gefahr. Mhm. Renate Daimler, Sie begleiten und coachen ja auch viele Menschen, wenn es geht um Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer lässt sich denn von seinen Vorurteilen leiten? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, je reflektierter wir sind, je mehr wir bewusst werden, desto weniger lassen wir uns davon leiten. Also das, was habe ich gelernt, wird auch sehr davon abhängen, wo komme ich her und was hat man mir zu Hause beigebracht in Bezug auf Vorurteile. Mhm. Wenn ich aus einer Familie komme, so wie ich zum Beispiel, ich bin in Vorarlberg geboren und da wusste jeder, die Wiener Wasserköpfler sind unangenehm. Und wir haben dann als Kinder zum Beispiel, als wir ein Kind aus Wien bekommen haben, in der ersten Mittagspause dieses Kind an einen Zaun gebunden und fanden das eine Heldentat. Dann hat man uns verhaut zu Hause natürlich, aber wir wussten das nicht, dass wir differenzieren sollen zwischen diesem Kind und diesem Wiener Wasserköpfler, die dann auch noch unsere Schiffe nach irgendwelchen Politikern taufen wollten, anstatt nach dem Land. Also dieses, wo komme ich her und was habe ich gelernt und wie tolerant bin ich aufgewachsen und das andere ist ein Lernprozess. Mhm. Frau Kütschegöl, wie tolerant sind Sie aufgewachsen? Sie waren ja 7 Jahre alt, Sie sind in Ankara geboren, kamen dann mit Ihrer Familie nach Wien, sind in Niederösterreich. Nach Niederösterreich, sind in Groß-Weikersdorf in der Nähe von Tulln gelandet. Wie wurden Sie aufgenommen? Haben Sie damals Vorurteile erlebt? Und wie wichtig war es aber auch für Sie, Ihre Herkunft und Ihre Kultur und Ihr Leben zu betonen und weiterzuleben? Ich habe das Gefühl, dass viele Fragen, die sich heute in Bezug auf solche Sachen stellen, damals gar nicht gestellt wurden. Ich kann mich erinnern an meinen ersten Schultag und ich habe zwar nichts verstanden, aber es waren halt ganz viele Menschen um mich herum. Vor allem die Mädchen haben sich irgendwie um mich versammelt und es waren aber freundliche, lächelnde Gesichter. Das war, was ich gemerkt habe. Ich habe nicht gewusst, was sie reden, aber es war irgendwie eine freundliche Aufnahme, eine unvoreingenommene Aufnahme. Und das habe ich auch Zeit meines Lebens in Groß-Weikersdorf so erlebt. Die Menschen waren einfach, es war eine Neugierde da, die war aber nicht so negativ geprägt aus Angst oder Furcht, sondern ja, was isst du, was machst du, warum tust du das? Aber es war neugierig, es war keine unangenehmen, störenden Fragen und vor allem keine vorverurteilenden Fragen. Und das habe ich eigentlich immer sehr angenehm gefunden. Mhm. Und diese viele Fragen, die heute gestellt werden, wurden damals nicht gestellt. Und das hat sich einmal eben nach 9/11 geändert, diese Neugierde, die einfach ein bisschen umgekippt ist. Und jetzt auch noch mal ganz stark zu spüren, dieser Verdachtsatmosphäre. Wie oft wurde Ihnen in dieser Zeit damals schon, also jetzt nicht als Kind, aber als Jugendliche, die Frage nach dem Kopftuch gestellt? In Ihrem direkten Umfeld? Ja, im direkten Umfeld. Ich habe wenig das Gefühl, dass das in meinem direkten, also in meinem Freundeskreis oder so, dass das irgendwie in Frage gestellt wurde. Das haben die Menschen einfach akzeptiert. Ich musste da nichts extra erklären. Da wurde ich ganz nett gefragt, du, warum trägst du das Kopftuch? Habe ich gesagt, wegen meinem Glauben und das war's. Das wurde genauso akzeptiert und gar nicht weiter in Frage gestellt. Damit wurde nicht irgendwie gleich unterdrückt und all diese Sachen, die man halt heute jetzt in Verbindung bringt, das war einfach gar nicht so. Und dafür bin ich eigentlich auch immer sehr dankbar. Und ich habe das auch so erlebt in meiner Kindheit, dass ich bin ja gekommen und konnte wirklich kein Wort Deutsch. Und meine Lehrerinnen damals, die mir manchmal die Hausübung nach Hause gebracht haben, wenn ich krank war und das mir nochmal erklärt haben, oder die Nachbarin oder die Hausbesitzerin, die geholfen hat, wenn ich Fragen hatte, dann ein anderer Nachbar, der mir in Mathematik geholfen hat. Ich habe sehr viel Hilfsbereitschaft erfahren und sehr viel Unterstützung. Und für das bin ich sehr dankbar. Und deswegen, wenn ich zurückblicke, wie das eben in meiner Kindheit war, ich wurde ganz anders aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Atmosphäre nicht zum Besten verändert hat für Kinder. Mhm. Und wenn Kinder dann in der Schule schon unter Verdacht stehen und im Kindergarten vielleicht, dann ist das nicht die Art und Weise, wie unsere Kinder aufwachsen sollten. Die sollten aufwachsen mit einer gesunden, guten Neugierde. Das ist erfahren, entdeckungslust, das ist okay. Und die Unterschiede sind okay, das ist völlig gut. Und man sollte sich kennenlernen, ohne dass da eben, ja, also der Verdacht einfach, der da immer im Raum steht, das ist, was mich stört. Ich sehe es ein bisschen anders. Also es ist sozusagen, das eine ist der öffentliche Diskurs, die Medien. Das kriegen Sie jetzt natürlich ganz, ganz konkret mit. Ich würde aber eher vermuten, dass Vorurteile oder auch das Ausleben von Vorurteilen eher abgenommen haben in unserer Gesellschaft. Es ist nicht so sichtbar, weil es sind immer die Dinge sichtbar, die auch für die Medien interessant sind, wie zum Beispiel, jemand hilft einer Dame und die sagt, lieber sterbe ich, wie mir von ihnen helfen zu lassen, oder Muslime werden attackiert. Das ist für die Medien interessant und dann entsteht so eine öffentliche Gesamtmeinung. Und die ist aber nicht unbedingt das, was zumindest ich in meinem Alltag auch erlebe. Jetzt bin ich natürlich nicht so betroffen wie Sie.
Aber ich denke mir, wir haben eine grandiose Entwicklung in Österreich und im Westen auch schon auch mitgemacht. Die Bildung wird immer wichtiger. Es gibt immer mehr Menschen, die Zugang zur Bildung haben. Und dann kommen genau diese Dinge. Ich bin übrigens auch aus Vorarlberg. Also es ist interessant, dass Sie wieder zwei Vorarlberger hier sitzen. Die anderes erlebt haben offenbar, oder? Nein. Also er ist viel jünger. Und Sie auch mit diesen Vorurteilen? Na, der Wasserkopf natürlich. Ich habe mir lange Zeit schwer getan, mich als Wiener irgendwie überhaupt zu bezeichnen. Nicht? Obwohl jetzt schon so lange in der Stadt. Also ich habe hier studiert, war dann 6, 7 Jahre im Ausland und wieder zurück in Wien. Und jetzt mittlerweile geht es mit 40, dass ich sagen kann, ja, ich bin sowas wie ein Wiener. Aber worauf beruht Ihre positive Expertise, dass es tatsächlich eine Entwicklung zu weniger Vorurteilen in unserer Gesellschaft gibt? Naja, das ist sozusagen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich untermauert, sondern das ist einfach meine Lebenswelt, meine Erfahrung und auch mein Wissen darum, dass immer mehr Menschen Zugang zu Bildung haben. Und Bildung ist einfach ein Weg, sozusagen diese Kernsozialisierung, wenn man so will, die man halt aus dem Elternhaus mitbekommt, die man offensichtlich auch schwer los wird. Also wenn es bei mir bis zum Jahre 40 gedauert hat, zu sagen, ich bin eigentlich ein Wiener. Hoffentlich schauen meine Vorarlberger Freunde nicht zu. Hallo. Man kann dann, beides sein. Man kann auch genau. Mittlerweile sage ich so, ich bin aus Vorarlberg und lebe jetzt in Wien und ich kann in Wien sehr gut leben und kann das jetzt auch akzeptieren. Aber da sieht man, wie stark sozusagen wie stark das in einem verankert ist, in einem Individuum. Und wie durchbricht man das? Indem man das Individuum andere Erfahrungen machen lässt. Und in meinem Fall war das jetzt halt weggehen, auch von außen dann nochmal draufschauen, sehen aus dem Ausland heraus, na, Wien war eigentlich der Lebensmittelpunkt, wo ich mich bis jetzt am wohlsten gefühlt habe und wo sozusagen auch beruflich natürlich alles möglich ist. Vorarlberg hat keine Uni leider. Auch da nochmal der Appell dann vielleicht. Vielleicht könnte man sich das mal überlegen. Eher scherzhaft, aber ich würde da sozusagen differenzieren, zu sagen, was ist die öffentliche Meinung und was ist die tatsächliche Realität. Es wird immer Menschen geben, die diese Vorurteile, und das sagt ja der Name schon, das ist ein Vorurteil, das kommt eigentlich ja vor dem Urteil. Und das tatsächliche Urteil ist dann das, was entscheidend ist für das Handeln. Und das Wichtige ist eben zu sagen, okay, das ist jetzt mal meine erste gefühlsmäßige Antwort vielleicht, Ablehnung, Kopftuch, was ist das überhaupt, das ist fremd. Und dann sollte man sich überlegen, ja, warum reagiere ich eigentlich so? Was löst das in mir aus und hat das was mit der Realität zu tun? Ist es wirklich was, wovor ich mich fürchten sollte, unter Anführungszeichen? Oder ist es einfach eine reflexartige Reaktion, die durch meine Erziehung etc. mal auftritt, aber noch nicht unbedingt Spürst du ein verbessertes Klima, Willi, oder siehst du das genau anders? Es ist unterschiedlich. Ich bin ja natürlich für Verbesserungen. Also ich brauche keine Empörungsanlässe. Mein Ziel ist, keine Empörung ist notwendig. Ich meine auch, dass die Sachen parallel laufen. Es gibt eines, dass zum Beispiel eine Kriminalitätsstatistik veröffentlicht wird, die Kriminalität würde in Wien sinken. Und dann gibt es den Boulevard, der davon lebt, dass man täglich seine 3, 4 Seiten mit Einbrüche und sonstigen und kriminellen Akten hat. Und da entsteht bei den Menschen der Eindruck, ja, das ist ja immer Ärger. Es wird ja nur mehr geraubt und eingebrochen. Und ich weiß nicht, was alles. Es wird mehr darüber geschrieben. Und das sind zwei verschiedene Sachen, die man sich sozusagen vor Augen führen kann. Und die anderen Vorurteile sind natürlich auch eingebrannt. Ein Einschleichtipp, den bei mir daheim und in der Nachbarschaft wird darüber geredet und meine Frau sagt, ja, ich glaube, er hat einen Kärntner Dialekt geredet und die Nachbarin sagt, ja, die Ausländer. Ich wollte aber keine polemische Kärnten, sondern das war so klar, dass er ein Schleichtieb oder irgendein Einbrecher ein Ausländer sein muss, dass sozusagen die simple Message möglicherweise ein Kärntner, aber auf alle Fälle ein Österreicher, nicht durchgedrungen ist, weil das Vorurteil schon so klar war. Ja, also ich glaube, dass es so ist, wenn ein Scheinwerfer passiert. Bei Ihnen passiert jetzt ein Scheinwerfer. Ja, Islam und Terrorismus, wie als ob das eine verquickte Geschichte wäre, dann muss man das so wahrnehmen. Insgesamt stimme ich aber eher Ihnen zu. Ich glaube, durch dieses erhöhte Bildungsmöglichkeiten und Potenzial, dass sich schon was geändert hat und dass wir auch noch nicht dort sind, wo wir hingehören.
wo alle Menschen gleich viel wert sind und wo wir einander schätzen und achten, da sind wir noch weit entfernt. Aber so ganz schlimm finde ich es nicht. Aber in Ihrem Fall verstehe ich das total. Nein, ich möchte ja auch nicht sagen, es ist alles ganz schlimm. Deswegen habe ich auch ganz bewusst vorhin hervorgehoben, dass es sehr viele positive Erlebnisse auch gibt. Aber derzeit haben halt aufgrund dieser ganzen IS-Berichterstattung und dieser Verquickung eben diese Negativbeispiele zugenommen. Mhm. Und es gibt halt auch davor, das ist jetzt auch nichts Neues. Alltagsrassismus existiert nun mal und ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden. Und vieles, was, glaube ich, unter Alltagsrassismus fällt, ist gar nicht bösartig gemeint. Das ist gar nicht irgendwie so irgendwie übel gemeint, aber kann sein, dass man halt Menschen damit auch verletzt. Und ich fände es schön, wenn wir eben so einen Diskurs dann darüber führen und eine Diskussion darüber führen, dass man sich dessen bewusst ist, womit man vielleicht andere verletzt und allgemein respektvoller miteinander umgeht. Mhm. Eines der Bilder, das viele Menschen im Kopf haben, Sie haben es ja vorher selber auch angesprochen, ist die Verquickung zwischen Kopftuch und Unterdrückung. Unterdrückte Frau, Sie gehen ja da in eine ganz andere Richtung. Sie bezeichnen sich selbst als feministische Muslima, haben in einem Interview auch gesagt, Sie haben nach der Heirat mit Ihrem Mann, Sie sind noch Mutter von zwei Töchtern, Ihren Mädchennamen behalten. Der Mann bügelt Ihr Kopftuch. Wenn es sein muss. Ist das der Ausdruck des Feminismus bereits? Muss er Häme über sich ergehen lassen, wenn Sie sowas öffentlich sagen? Nein, gar nicht. Also wir sehen das ein bisschen entspannt. Ich glaube, das, was irgendwie an sich, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo ein Paar sich Erziehungs- und Hausarbeit teilt, hoffe ich, ist ja doch nicht so verwunderlich. Ich glaube, was es verwunderlich macht, ist halt, dass es sich da um ein muslimisches Paar handelt. Und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn er zu tun hat, dann nehme ich ein bisschen mehr auf mich. Und wenn er beschäftigt ist und wenn ich beschäftigt bin, dann macht er das. Und das ist, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass gerade wenn man sich die Jugendwertestudien anschaut, Haus- und Erziehungsarbeit sind auch in unserer Gesellschaft, jetzt unabhängig von der Religion, nicht gleichberechtigt aufgeteilt. Mhm. Es ist meistens so, dass die Frauen auf Karriere verzichten müssen. Es ist meistens so, dass die Frauen halt dann ein bisschen Teilzeit arbeiten, damit sie dann nebenbei auch die häuslichen Pflichten erfüllen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da auf die Diskussion von dieser allgemeinen Perspektive zu betrachten und zu sagen, es wäre schön und gut, wenn wir überhaupt ein bisschen progressivere Geschlechterrollen vertreten. Wir vertreten sie zwar, aber ob wir sie dann auch leben, das ist die Frage. Muslime und Feminismus, geht das in Ihren Augen zusammen, Frau Daimler? Ja. Also, ich finde ganz toll, dass Sie das so machen und dass Sie so modern sind. Und gleichzeitig komme ich ja aus der systemischen Welt, wo man sagt, alles, was einen Unterschied macht, macht auch einen Unterschied. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sich das noch nicht geändert hat, dass Männer, und es betrifft die katholische Religion genauso, also da bin ich jetzt überhaupt nicht nur beim Islamismus, sondern da bin ich dabei, wie gehen Religionen mit Frauen und Männern um? Und das ist extrem unterschiedlich. Mhm. Und dass ich immer noch nicht Päpstin werden darf, ich will das jetzt ja gar nicht, aber grundsätzlich, es steht mir nicht zu, nicht einmal Priesterin. Und so sehe ich auch den Islam. Ich glaube nicht, dass eine Religion, dass man da von Feminismus, man kann sagen, ich bin feministisch und ich möchte diese Religion verändern. Das ist allerdings ein langer Weg, das werden Sie nicht schaffen und ich nicht schaffen. Noch nicht, aber dass Frauen nicht Priester werden dürfen oder dass Männer, wenn das nur stimmt, wovon ich jetzt einmal ausgehe, mehrere Frauen haben dürfen. Also solange diese Freiwilligkeit bei allem und diese Gleichheit bei allem nicht gegeben ist, ist für mich keine Religion auch nur in der Nähe von Feminismus. Mhm. Ja, gar keine. Da würde ich gerne dazu was sagen. Insofern, und zwar, wir haben jetzt zwar also über Feminismus in Bezug auf meine persönliche Situation geredet, aber wenn ich auftrete und sage, ich bin Feministin, dann hat das ja ganz andere Ansprüche. Da geht es mir nicht darum, dass die Frauen in ihrem Privatleben Hausarbeit und Erziehungsarbeit teilen, sondern wenn wir über Feminismus reden, dann geht es ja um ganz andere Sachen. Da geht es darum, dass Frauen wirtschaftlich unabhängig sind, dass Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen genauso viel Macht und Teilhabe haben wie Männer. Und da nehme ich den Bereich Religion nicht raus, da nehme ich den Bereich Politik nicht raus, da nehme ich den Bereich Wirtschaft nicht raus. Das heißt, an sich die feministischen Forderungen, die ich habe, unterscheiden sich nicht viel von allgemeinen feministischen Forderungen. Ich möchte, dass Frauen einfach ein unabhängiges Leben leben, genauso wie Männer auch, dass Frauen wirtschaftlich vor allem auch unabhängig sind. Das heißt auch sehr viel die Bedeutung der Bildung hervorzuheben und dass Frauen dann auch ihr Leben
so gestalten können, wie sie möchten und genauso viel Einfluss haben in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Männer. Mhm. Was mir ein Thema auch scheint, Willi, würde ich dich gerne dazu fragen, dass wir in unserer westlichen Welt immer das Gefühl haben, wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie Demokratie zu gehen hat auf der ganzen Welt. Wir wissen, wie Feminismus geht. Müssen wir ein bisschen auch einmal Abstand davon nehmen, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, sondern dass es einfach ganz andere Sichten auf diese Themen gibt, wo anders gelebt wird? Genau. Sehe ich auch so. Besser kann man es nicht sagen. Ja, nein, ich kann das jetzt nicht mehr ausbessern oder noch besser sagen. Mhm. Ich denke, dass man neugierig bleiben muss. Also, wenn man diesen Begriff der Neugier halt überhaupt so verwenden will, im Sinn von, dass man sich auch hinterfragt, was man macht, weil diese Selbstgewissheit, die stimmt ja nicht. Da irrt man ja viel zu oft, wenn man so satt und selbstgewiss ist. Und ich denke mal, ein wahres Selbstbewusstsein inkludiert auch das Infragestellen. Täglich oder wann es halt notwendig ist, von scheinbar gesicherten Anschauungen. Ein ganz wichtiger Punkt, der Ihnen im Moment das größte Anliegen ist, kann man fast sagen, denn dazu haben Sie Ihre aktuelle Bürgerinitiative ins Leben gerufen, ist das geplante, diskutierte Islamgesetz. Sie sagen, Sie können da nicht, es gibt ja einige muslimische Vereine, die das auf einem guten Weg und okay finden. Sie sagen, Bürger zweiter Klasse werden damit definiert. Was ist sozusagen Ihr Hauptkritikpunkt? Der Hauptkritikpunkt ist, also vielleicht noch zu Ihrer Frage ein bisschen, die Vereine, die sagen, dass wir haben kein Problem damit, das ist erstens einmal nicht, also auch von alevitischer Seite zum Beispiel, wo es heißt, da gibt es keine Kritik, da gibt es auch eine Stellungnahme mit gewisser Kritik. Und die Kritik, die kommt ja nicht nur von muslimischer Seite und das finde ich sehr bedeutend. Mhm. Die Kritik, die kommt an diesem Gesetz, kommt ganz stark von Verfassungsexperten, sie kommt von Religionsrechtsexperten und auch von Kirchen, wie beispielsweise der evangelischen Kirche, wo gesagt wird, hier ist eine offensichtliche Anders- und Ungleichbehandlung der Musliminnen und Muslime in Österreich vorgegeben. Es ist eine schlechte Stellung im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften und uns ist eine Sache wichtig und zwar, wir finden, dass das System, so wie es jetzt ist in Österreich, und zwar die gleichberechtigte und gleichermaßen geschätzte und respektierte Anerkennung der Muslime in Österreich, dass das eine gute Sache ist und dass das gerade auch dem dient, dass sich Musliminnen und Muslime in Österreich sehr, sehr stark mit Österreich identifizieren können. Mhm. Hier ein Gesetz zu erlassen, das Sonderbestimmungen und eine schlechte Behandlung für Musliminnen inkludiert, und da sind wir eben nicht die Einzigen, die das sagen, ist eigentlich kontraproduktiv. Das würde die Musliminnen und Muslime Österreichs noch eigentlich die Identifikationsmöglichkeit mit Österreich nehmen. Und das trifft ja ganz stark vor allem junge Menschen. Und uns ist es ein Anliegen, dass junge Menschen in Österreich sagen können und junge Musliminnen und Muslime in Österreich sagen können, ich bin Österreicherin, ich bin Muslimin, das lässt sich sehr gut miteinander vereinbaren. Mhm. Und diese Identität auch ganz selbstbewusst tragen können, beide Identitäten. Mhm. Willi, das Integrationshaus, und du hast dein Engagement vorher schon angesprochen, feiert nächstes Jahr bereits ein 20-jähriges Bestehen, muss man schon sagen, Respekt, Hut ab. Diese lange Dauer, die du da jetzt schon engagiert mit deinem tollen Team, dich dieser Sache widmest, macht dich die mutiger oder mürber? Ja, natürlich mutiger und mürber. Ja, weil warum? Wir haben ein tolles Team. Mhm. Was wir machen, funktioniert super. Wir haben gewisse Einrichtungen. Übrigens, wir brauchen noch ein Geld, dass wir das Budget für nächstes Jahr zusammenstellen können. Es gibt so ein paar Projekte, das bringe ich jetzt noch schnell unter, wie die unabhängige Rechtsberatung, die von Spenderinnen und Spendern finanziert werden muss, oder die Deutschkurse für Asylwerber und Asylwerberinnen. Die sollen natürlich schnell Deutsch lernen, das will auch der Gesetzgeber. Aber wer den Kurs zahlt, in unserem Fall halt die Spenderinnen und Spender. Mhm. Jetzt habe ich das untergebracht und die Frage vergessen. Ob dich das mutiger oder mürber macht? Also ja, mich freut das so, dass das Haus so gut funktioniert, dass wir gewisse Standards durchgesetzt haben, die dann auch öffentlich als berücksichtigenswert gesehen wurden. Ganz am Anfang zum Beispiel Traumatisierung, die besonders berücksichtigt werden muss bei Flüchtlingen und Asylwerberinnen. Und ärgern tut mich natürlich, dass nichts weitergeht.
jetzt hat es so gut ausgeschaut mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber. Jetzt schläft das wieder ein. So eine Mechanik, die wir allzu gut kennen. Oder tausend andere. Also sagen wir mal, Zugang zum Arbeitsmarkt, ganz schlecht. Das muss anders werden. Also, ein Jubiläum steht bevor, nämlich 20 Jahre Integrationshaus. Und ein anderes Jubiläum hast du vor einigen Monaten gefeiert. Eigentlich überraschend für viele. 30 Jahre Ostbahnkurti. Jetzt warst du endlich einmal los, hast du ihn wieder aufleben lassen. Ja. Warum? Der Kurtl lebt irgendwie. Also er lebt bei den Kurtologinnen und Kurtologen weiter. Etwas, das habe ich weder betrieben noch mir gewünscht. Aber es freut mich wahnsinnig, es rührt mich, dass so ganz viele Leute sagen, der Kurtl und seine Musik sind sozusagen der Soundtrack meines Lebens und die bleiben treu und die dann sie untereinander vernetzen und Petitionen und Unterschriftensammlungen an den Kurtl, der in der Pension sich befindet, richten. Und dann bahnt sich jetzt etwas so an, dass man sowas wie ein großes Familientreffen alle paar Jahre macht. Da müssen halt alle aus dem In- und Ausland dorthin reisen, wo der Kurtl ist, weil er schon so gebrechlich ist. Und dann gibt's, und die Menschen singen alle mit. Also es ist jetzt keine, insofern stimmt das mit den 30 Jahren nicht, wenn man bedenkt, dass nichts mehr Neues kommt. Ja. Aber hast du ihn vermisst? Hast du ihn nicht vermisst, den Kurtl? Weil du, alles, was du sagst, hast du für deine Fans jetzt getan. Aber gibt es also was, wo du sagst, er ist mir abgegangen und jetzt habe ich ihn wiedergeholt? Ich bin ein ganz guter Abschiednehmer. Also ich sage, der Kurtl das ist eine überraschende war das Nachricht. Beste, was mir passieren konnte. Aber da haben wir gespielt, gehabt, 22 Jahre. 22 Jahre ist auch eine schöne Zeit. Und dann gibt es ja noch die Neugier. Und es gibt so viel Musik, die noch von mir gesungen werden will. Und das geht sich alles miteinander nicht aus. Und so haben wir gedacht, brav, der Kurtl hat gut, also der hat mir mein Leben versüßt und verschönert. Und jetzt mag ich aber andere Musik auch machen. Aber dann komme ich ja zurück. Wir schauen auch gleich rein, aber davor, das macht mich, das überrascht mich doch sehr. Ich habe ganz selten Menschen gehört, dass sie sagen, ich bin ein guter Abschiednehmer. Ja, nicht was jammern. Was macht dich zu einem guten Abschiednehmer? Wie hast du es gelernt? Ich habe früh damit begonnen. Weil wenn du sozusagen erst mit der Pension zum Abschiednehmen anfängst, zum Beispiel indem du in den ungeliebten Ruhestand musst, dann kannst du das ganz schlecht. Aber wenn du sagst, ja, alles dreht sich, alles bewegt sich, wir bleiben nicht, wie wir sind, und das dann mit der Neugier passt, dass es noch so viele Sachen gibt, die man nicht weiß, dass man noch was lernen will und auf der Bühne auch noch was anderes machen will und nicht immer die kurze Sachen spielen will, dann ist das leicht. Und jetzt schauen wir aber rein an den Kurt Ostbahn damals und heute. Es ist noch Mitternacht, ich trinke die Hand, ich steig mit dir aus dem Wohn. Du sagst, ich find den Weg allein. Und dann schaust du mich an, und ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich. Langsamer ist er geworden, ha? Ja, gehört so. Also das hat mit dem Alter zu tun. Gott sei Dank. Und wenn man älter wird, dann weiß man, dass auch ein Zug und eine Bewegung in einem Lied sein kann, wenn man es langsam macht. Nur muss man dann ein bisschen besser spielen können. Es gibt dieses Konzert, Kurt Ostbahn und die Musiker seines Vertrauens 2014 live auf CD. Zeit gehorchend und es gibt es auf Vinyl. Ja. Weil es so gut riecht. Weil ich ein Doppelalbum haben wollte, das man aufkloppen kann. Ja. Das ist sozusagen früher, wo hat man das gehabt? Das war, als ich ein junger Musiker war, mein Lebenstraum. Einmal ein Doppelalbum. Und jetzt hast du es dir erfüllt. Renate Daimler, ist der Kurt Ostbahn 30 Jahre später ein Ausweis dafür, dass die alten Wilden
Ja. Unterwegs sind? Also erstens gefällt er mir besser als früher. Also ich finde das durchaus wunderschön. Und dieses, ich sage jetzt einmal, das ist jetzt blöd vielleicht, aber zärtlich Reduzierte, das finde ich großartig. Also mir gefällt das sehr, sehr. Und natürlich ist der Ostbahnkutte, der Willi, ein sehr gutes Beispiel, dass man so alt werden will, wie man will, wenn man sich engagiert. Mhm. Also man zärtlich muss reduziert, ist das eine Formulierung, die dir gut gefällt? Also ich habe es jetzt erst verstanden, weil ich schwerhörig bin. Zärtlich reduziert, habe ich gesagt. Danke. Also der Kurt Ostbahn ist wieder da und alle Fans werden das natürlich vernommen haben, dass da sogar an und ab es Treffen geben wird, auch in der Zukunft. Du bist aber nicht nur gefragter und leidenschaftlicher Musiker und Musikant in den unterschiedlichsten Formationen mit Freunden, mit denen du dich immer wieder gruppierst und umgruppierst. Seit Jahrzehnten sozial engagiert. Du bist Gründungsmitglied von SOS Mitmensch. Du hast das Lichtermeer mit initiiert. In einem nationalen Pfadfinder-Ranking von wegen täglich guter Tat würdest du wahrscheinlich ganz oben rangieren. Bist du ein guter Mensch? Naja, so wie jeder ein guter Mensch sein will, aber mit der Einschränkung, dass ich auch ein Arschloch sein darf, wenn es notwendig ist. Und dann schäme ich mich nachher eh, aber das ist halt. Der Herr aus Lahm kann es uns sagen. Sie beschäftigen sich mit Empathie, mit selbstlosem Verhalten, mit all dem, was ein bisschen nach Gutmenschentum riecht. Was ist denn ein guter Mensch? Was weiß die Gehirnforschung darüber? Naja, ich würde eher so sagen, ein Mensch, der ein gelungenes Leben führt, ist jemand, der sowohl seine guten als auch seine schlechten Seiten im Griff hat und kennt sozusagen und weiß, wie er auf bestimmte Signale halt reagiert und lernt vielleicht im Laufe seines Lebens ein bisschen weniger oft das A-Loch zu sein oder schneller zuzugeben, dass das jetzt halt nicht so ganz gepasst hat. Das heißt, das ist ein dynamischer Prozess. Unser Gehirn entwickelt sich über die Lebensspanne, unsere Psyche entwickelt sich und um auf die Diskussion vorhin ein bisschen zurückzugehen, das ist Angstmache sozusagen ist eigentlich immer eine Umgangsform des Menschen damit, diese Dynamik negieren zu wollen. Also wir leben alle in einer dynamischen Welt, es ändert sich ständig alles irgendwie. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel vor, was war das, 30, 40 Jahren haben die Leute in Vorarlberg protestiert, weil ein Schiff nicht den richtigen Namen hatte. Bin mir nicht sicher, ob sie das heute noch ausgehen würde. Also da vielleicht macht man Online-Petition. Heutzutage haben wir jetzt ein Gesetz für die Muslime, das kann man jetzt kritisieren im Detail, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich großartig oder vielleicht hätte man sagen können, hätte schon vor 10 oder 20 Jahren hätte es das eigentlich braucht, aber jetzt gibt es zumindest mal ein Gesetz, das anerkennt, dass es da eine große Bevölkerungsgruppe in Österreich gibt, die schon lange hier lebt und die bis jetzt noch gar nicht wirklich abgebildet worden ist. Das heißt, sozusagen, und davor fürchten sich die Leute einerseits und andere, so wie Sie jetzt und hoffentlich auch ich und viele andere da draußen, sagen, okay, das ist eigentlich spannend. Das, klar ist die Dynamik immer auch etwas, das uns Angst macht, wo unser Gehirn ist in gewissem Sinne auch ein bisschen auf Statik getrimmt, zu sagen, so jetzt da, das ist jetzt die Nische, das ist jetzt meine Schlafkoje und da fühle ich mich sicher, das ist super. Mhm. Nur mit Schlafen kommen wir auch nicht weiter. Ne? Das heißt, man muss immer aufstehen in der Früh und rausgehen und sozusagen diese Balance zu finden ist natürlich... Ihr Forschungsinteresse als biologischer Psychologe gilt den Themen Empathie, auch selbstloses Verhalten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Thema, das medial und öffentlich sehr ventiliert wird, auch in Form von zahlreichen Spendenaufrufen. Die Menschen spenden auch im Dezember am meisten. 20% des Spendenvolumens werden allein im Dezember lukriert von den verschiedensten Organisationen. Warum funktioniert das? Ist das die Zeit? Ist das auch ein biologischer Vorgang oder hat das jetzt eher kulturelle, religiöse Motive? Naja, ist immer beides. Nicht? Man kann nicht sagen Biologie oder Kultur, sondern die Kultur trifft auf eine Biologie und umgekehrt. Das heißt, es spielt beides eine Rolle. Warum es gerade zu Weihnachten passiert, ist wahrscheinlich natürlich ganz kulturell geprägt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr kritisieren, möchte auch nicht die Spendenbereitschaft da reduzieren. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch manchmal so etwas wie eine Art Ablasszahlung. Nicht? Man macht dann halt zu Weihnachten seine Spende und das ganze Jahr lang muss man dann nicht an die armen Menschen denken, die es das ganze Jahr da draußen gibt. Das kann man jetzt sozusagen von der Warte her ein bisschen kritisch sehen.
Andererseits muss man natürlich sagen, es ist besser, man gibt zumindest zu Weihnachten was, wie man denkt, das Ganze. Jetzt wissen Sie ganz konkret, was sich im Hirn abspielt, wenn wir beispielsweise Bilder von notleidenden Menschen, von Tieren, von Kindern und sehen. Der Willi hat gerade vorher ganz konkret formuliert, was für das Integrationsrat gebraucht wird und warum das so wichtig ist. Für Rechtsberatung, für Ausbildung, für Deutschkurse. Ist das in den Gehirnen unserer Zuseher und Zuseherinnen angekommen oder hätte er ganz andere Bilder verwenden müssen, damit es noch optimaler funktioniert? Naja, es gibt sozusagen, wie soll ich sagen, eine Ökonomie des Spendenaufrufs, die wäre vielleicht ein bisschen radikaler, dass man sagt, ja, da gibt es ganz furchtbar davon betroffene Menschen, die brauchen Soforthilfe. Das wäre, würde dieser Medienökonomie auch ein bisschen besser gehorchen. Was würde der Biologie gehorchen? Das, ganz sicher, dieser automatischen Antwort, wenn wir wieder beim Vorurteil sind. Wenn wir sagen, wir wollen schnell eine Antwort, dann müssen wir möglichst radikal am besten irgendwelche Asylanten, die im Keller hausen müssen, wo Schimmel an der Wand ist. Also das wäre das eine. Darf ich sagen, das hat ja dann einen gewissen Sinn auch. Also wenn ich sage, alle Prioritäten müssen jetzt gelten den Flüchtlingen aus Syrien, dann würden wir sozusagen mit der Finanzierung unserer Deutschkurse vielleicht sagen, werden wir schon schaffen, aber da brennt jetzt der Hut. Ja. Und Österreich soll schauen, dass die nicht so zickig mit so ganz wenigen Flüchtlingen auskommen wollen, wenn Hunderttausende und Millionen in ganz anderen Verhältnissen als Flüchtlinge an den Grenzen von Syrien leben müssen. Welche Bilder wirken am stärksten? Um es zu Ende zu argumentieren. Das eine ist sozusagen das, was sozusagen in unsere, nennen wir es ruhig, automatisierten Prozesse hineingeht. Das ist das sehr Plakative. Das andere ist das, wo das den Spender, die Spenderin als Mensch auch wahrnimmt und sagt, ich sage euch jetzt, was wichtig ist. Und ihr bitte verarbeitet jetzt diese Information, baut das ein in eure Lebenswelt und sagt, aha, ja, das ist auch wichtig. Die Leute müssen Deutsch lernen. Wer zahlt denn das? Wer zahlt die Beratung? Und da würde ich mal sagen, das ist eher die nachhaltige Perspektive. Da kriegst dann vielleicht der Spender das ganze Jahr ihnen was geben und nicht nur so irgendwie auf den Anlass hin, ups, das ist so schlimm und ich will eigentlich mit dem will ich mich gar nicht beschäftigen, jetzt gebe ich schnell 10 Euro und dann kann ich es wieder vergessen. Das ist, würde mal sagen, man kann klassifizieren in Mitleidsspenden und Mitgefühlsspenden. Die Mitleidsspende ist eine, die sozusagen von oben herabschaut und sagt, mir geht's gut, dir geht's schlecht, ich bin eigentlich was Besseres wie du, aber damit ich mich nicht schlecht fühle, weil es dir so viel schlechter geht, gebe ich dir was und damit ist es für mich wieder erledigt und bis zum nächsten Weihnachten okay. Mitgefühl ist was, das den Menschen sozusagen als Mensch wahrnimmt. Da bleibt man auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe und aus der Perspektive heraus versucht zu unterstützen und dadurch auch sich selbst natürlich hilft. Nicht? Also wenn ich jetzt jemandem helfe, dem es schlecht geht, ist das ja auch für mich auch, eigentlich auch was Positives. Einerseits wird es verstärkt durch die Menschen um mich herum, die sagen, super, tolle Sache, nicht? Sie kriegen jetzt da total viel Anerkennung, sollen sie auch kriegen. Ist aber auch Teil dieser helfenden Antwort und das soll man auch nicht negieren, zu sagen, ich will das, das ist im Einklang vielleicht mit meinen Werten. Mir ist es wichtig, nicht nur egoistisch mein Leben zu führen, sondern auch für andere. Und dafür kriegen wir relativ viel auch zurück von unserem Umfeld. Will es in euch Mitleidsspenden genauso lieb wie Mitgefühlsspenden oder ist dir eigentlich diese Augenhöhe schon an sich ein wichtiger Wert? Also wo die Spenden herkommen, wissen wir bei den vielen, die sozusagen, glaube ich, ahnen, wenn ein Erlagschein einzahlt wird mit 5 oder 10 Euro, das sind die älteren Herrschaften, die sich sozusagen die Mühe nehmen und von ihrem wenigen Geld uns was geben, aus welchen Gründen auch immer. Aber was wir aktiv machen können, dass wir versuchen, die Menschen einzubeziehen und zu Partnern zu machen und zu sagen, schau, das wollen wir jetzt finanzieren. Ich weiß nicht, was wir da schon gekriegt haben. Also Einrichtung für eine minderjährigen WG. Ja. Also wir wollen die Menschen auch informieren. Wir wollen, dass wir kontrolliert werden, ob wir mit Spendengeld richtig umgehen. Und sozusagen, wir wollen Freunde gewinnen. Mhm. Welche Bilder wirken am stärksten im Gehirn? Ja, wie gesagt, hängt davon ab, was man erreichen will. Mitleid oder Mitgefühl. Fürs Mitleid ist es eher das Radikale, das Drastische. Das sozusagen darf natürlich auch nicht übertrieben sein. Mhm. Also wenn da jetzt irgendwie, wenn Sie Bilder zeigen mit abgeschnittenen Hälsen oder Ähnlichem, dann ist eher die Abwendung da, dann schaut man gar nicht mehr hin oder schaltet um, wenn wir vom Fernsehen reden. Mitgefühl sind eher die nachhaltigen Bilder. Mhm. Nicht? Bilder, die auf die Moral vielleicht schon auch natürlich auch Rücksicht nehmen und daran appellieren, zu sagen, vielen von euch da draußen geht es gut. Da gibt es jetzt welche, denen geht es nicht so gut.
schauen wir irgendwie, dass wir den großen Kuchen, den wir doch alle eigentlich haben in Österreich, irgendwie so verteilen, dass alle was davon haben. Wie messen Sie das? Wir messen das einerseits durch reine Verhaltensexperimente, aber ganz dominant momentan durch eine Methode, die nennt sich Magnetresonanztomographie, wo man Personen zum Beispiel solche Bilder zeigt, unterschiedlicher Art, und dann misst, was passiert im Gehirn und wie wirkt sich das dann aufs Verhalten aus der Personen. Also wie kann man im Endeffekt korrelieren die Antwort, die da im Gehirn entsteht, und ob das dann auch wirklich ins Verhalten übersetzt wird. Weil das ist ja die große Herausforderung, würde ich mal sagen, auch der Psychologie, diese Diskrepanz oft zwischen Einstellung und Verhalten. Wir alle reden oft von, man müsste mehr geben, man muss die Leute unterstützen. Mhm. Es ist eine total schöne Sache, die der Großbank Kurt oder Entschuldigung, Willi Residaris da macht. Beide. Beide. Aber dass das dann zum Verhalten wird, das ist auch eine, nach wie vor eine große Herausforderung, sowohl der Gehirnforschung als auch der Psychologie. Ihnen ja eigentlich, ja, bitte. Wenn man so eine Tomographie macht, ist man ja in einer Reha. Kommen dann die Bilder da rein in die Reha? Ja, da gibt es unterschiedliche Tricks. Also einerseits gibt es so 3D-Brillen, die man den Leuten drauflegt. Ja. Aber was viel simpler ist, man hat einen Spiegel und über den Spiegel schaut man aus dem Rohr raus und dann wird es projiziert auf eine Wand. Aha. Also man muss sich natürlich der Einschränkung der Methode auch bewusst sein. Die Bildqualität muss ja gut sein, damit es beeindruckt. Mhm. Ja. Die Forschung arbeitet mit Trick 17, 18, 19 und 20. Die Sachen sind auch wichtig. Ja, ja, klar. Nein, danke. Die Frage war, Spendenorganisationen müssten Ihnen als Forscher ja eigentlich die Tür aus einrennen, um zu wissen, wie tue ich richtig, wie tue ich am wirkungsvollsten. Wären das Aufträge oder Expertisen, die Sie annehmen? Ja, das kann sich gerne mal jemand melden bei mir. ist jetzt auch nicht meine Hauptintention, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Grundlagenforscher, der sich mit den Mechanismen eigentlich hauptsächlich beschäftigt, der versucht, auch aus reiner Neugier eigentlich teilweise herauszufinden, wie funktioniert das überhaupt. Okay. Und dann ist es natürlich interessant, auch zu sagen, okay, wer braucht dieses Wissen eigentlich? Mhm. Deswegen bin ich ja teilweise bei Workshops und war auch schon zum Beispiel bei Stipendentagen und ähnlichen Dingen, wo man dann halt versucht, dieses Wissen zu übersetzen. Kann man das aber auch verwenden, sozusagen missbräuchlich aus Ihrer Sicht, dass man Menschen täuscht, dass man Geschäfte macht? Wie jedes Wissen, dass oder? Natürlich. Das wird dann oft und gern gemacht. Wenn es möglich ist, wird es gern gemacht. Richtig, ja. Mhm. Absolut. Ja. Kann man nicht verhindern. Kann man nicht verhindern. Verhindern kann man weniges im Leben. Ja. Renate Daimler, es heißt immer langläufig, Frauen seien empathischer als Männer. Was ist da Ihre Erfahrung? Also, ich glaube, dass wir es besser trainiert haben, aber dass wir alle die Möglichkeit haben, das so zu entwickeln, alle Menschen, dass wir alle empathisch sein könnten. Und da kehre ich auch wieder zurück zu unserer Kindheit. Wenn ich überhaupt nicht empathisch behandelt wurde, wenn ich gar nichts gelernt habe, was mit Empathie zu tun hat, tue ich mir natürlich später schwerer. Ich habe jetzt schon gehört von Ihnen oder gelesen, dass gesagt wird, Männer und Frauen sind ähnlich empathisch und es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das wundert mich insofern, als das nicht dem entspricht, was ich bisher über Hirnforschung gelesen habe und was mir auch schlüssig erscheint. Weil wenn ich 9 Monate lang ein Kind in meinem Bauch trage und ständig mit jemand verbunden sein muss und mitkriegen muss, wie es dem geht, vermute ich, dass das einmal so einen großen Unterschied machen müsste, dass ich einen Vorsprung habe. Mhm. Aber darauf will ich mich jetzt nicht unbedingt versteifen. Was ist eine ganz gute Antwort vielleicht? Die Evidenz ist so, dass es einen leichten Vorteil für Frauen gibt, aber der ist minimal. Also wir haben gerade vor kurzem eine Meta-Analyse der Studentin von mir fertiggestellt, die eben zeigt, dass es einen Unterschied gibt, aber der ist klein und die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind viel größer. Also wenn man jetzt hernimmt, Willi Residaris und Klaus Lamm und Sie beide, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass zwischen Ihnen beiden und uns beiden ein großer Unterschied ist, wie zwischen den beiden Geschlechtern ist wesentlich größer. Also eigentlich, was ja wirklich interessant ist, ist die Frage, warum unterscheiden sich die Menschen so stark und nicht jetzt Frauen oder Männer? Mir ist die Argumentation insofern noch ein bisschen lieber, weil genau solche Argumente nämlich dann auch dafür verwendet werden, festzuhalten, warum Frauen sich besser um Kinder kümmern können. Und das ist ein Missbrauch. Ja, das ist, ja, und ich denke mal, also, wie gesagt, die 9 Monate sind vielleicht ein bisschen kleiner Vorsprung, aber sobald das Kind da ist, können sich auch alle gern die Väter um die Kinder kümmern. Und ich glaube, das ist auch wichtig und gut. Und, also, ich kenne das einfach im feministischen Diskurs einfach oft, dass genauso, die werden dann als biologistische Argumente eingesetzt,
Das soll es ja nicht sein. Das ist eine Falle, natürlich. Ja. Und grundsätzlich glaube ich, so wie regiert wird, wie Hierarchie benutzt wird, wäre es günstig, wenn Menschen, die empathischer sind, in Regierungen wären. Nachdem jetzt aber fast alle Regierungen immer noch von Männern und höhere ihrer Hierarchieebenen in Unternehmen auch von Männern bestimmt werden, frage ich mich dann, okay, dann haben wir alle noch einen langen Lernprozess, bis wir dann so miteinander tun, dass das wirklich sinnvoll ist für die Menschheit. Aber jetzt kommen ja ganz neue Frauen. Jedenfalls beschäftigen Sie sich in Ihrem aktuellen Buch Wir wilden weisen Frauen mit einer neuen Frauengeneration, die gerade dem Thema Älterwerden sich ganz anders widmet. In welcher Weise? Ist das Ihre Wunschvorstellung oder ist das für Sie schon Realität, diese Frauengeneration? Also es ist im Großen eine Wunschvorstellung, weil wir dort noch nicht sind. Im Kleinen ist es eine Realität, weil es solche Frauen gibt und auch solche Männer gibt, Gott sei Dank. Mhm. Ja, wo also also grundsätzlich ist das ja nichts, was uns ältere Menschen betrifft, sondern grundsätzlich ist es eine Frage, der wir uns nie gestellt haben. Unsere Urgroßmütter und unsere Urgroßväter waren statistisch gesehen mit 40 schon tot. Und jetzt leben wir 40 Jahre länger und haben überhaupt kein Bild für dieses Älterwerden entwickelt, auf keiner Ebene. Mhm. Also weder, wie tun wir damit, noch, was finden wir schön. Und wenn wir dabei bleiben wollen, dass schön jung ist, dann sind wir alle 40 Jahre lang hässlich, alle, Männer und Frauen, weil wir gar nicht das so entwickelt haben. Wir wären ja schon tot eigentlich. Ja. Und da hoffe ich, dass es ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken gibt von den jungen Frauen, die brauchen wir dazu, von den jungen Männern, die brauchen wir dazu und natürlich von den älteren Männern. Und das ist jetzt überhaupt noch nicht so. Da sind wir relativ weit weg und gleichzeitig ist es unsere Verpflichtung, dorthin zu gehen. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wenn das nicht so ist, dass Alter weiter so ein bisschen ein Wort ist mit einem üblen Geruch und wenn das nicht so sein soll, dass wir alle uns in diesem Land der Jugendlichkeit zusammendrängen müssen, wo man sich viermal operieren lässt, nur damit man noch ein bisschen jünger ausschaut, ein paar Jahre. Wenn wir das nicht mehr wollen, dann haben wir als Gesellschaft einen riesengroßen Lernprozess vor uns. Willi, Sie hat dich gerade als älteren Herrn bezeichnet. Ist das okay? Sicherlich. Du bleibst hier aufrecht sitzen. Ich bin ja in der Pension. Ist in deinem Kopf jung und schön, gehört das noch zusammen oder konntest du das schon entkoppeln? Bei mir hat sich das alles so ein bisschen schon beruhigt, diese Frage des Älterwerdens. Und teilweise nehme ich nicht mehr alles wahr, was junge Menschen machen. Also die haben meine Sympathien, die werden schon wissen, was machen. Das muss ich nicht alles wissen. Insbesondere, wenn sich das im internationalen Netz abspielt. Da ist ja ganz aus bei mir. Ich nehme natürlich die großen Trends wahr. Ja. Und ich finde das ein super Ansatz, mit dem man sich aber selber beschäftigen muss, wenn man älter wird. Was macht man mit den zusätzlichen Jahren? Aber Alter bedeutet einfach nicht nur wild und weise, sondern ist einfach auch der Lebensabschnitt der Abschiede, der Einbrüche, der Rückschläge, der Schmerzen, der Verluste, der Abschiede, wie du gesagt hast. Macht das nicht gerade älteren Menschen oder alten Menschen auch einen wahnsinnigen Druck, dass sie immer fit und powermäßig und wild und weise sein müssen? Müssen sie ja gar nicht. Aber sie sollen die Möglichkeit haben und jeder soll sich das selber gestalten. Und wenn ich jetzt nehme, was ist uns gesagt worden, was Altsein bedeutet, dann hat das mindestens für Frauen in diesem Double Standard of Aging, den schon die Susan Sontag vor 40 Jahren aufgebracht hat, Frauen altern und Männer reifen. Und insofern ist ja der Willi von vornherein im Vorteil, weil dieses sogenannte starke Geschlecht, die haben ja von vornherein einen anderen Maßstab, mit dem sie überhaupt betrachtet werden. Und selbstverständlich gibt es kranke Menschen, selbstverständlich gibt es Menschen mit Beschränkungen und gleichzeitig wird das total überbetont und auch überschätzt, weil ich habe schon sehr, sehr viel eigene Möglichkeiten für mich zu sagen und ich mag meinen Körper und ich mag meinen Geist und ich mag meine Seele, so wie das genau jetzt ist und das wird einen Unterschied machen. Bei Ihnen war 48 Jahre da ein entscheidender Bruch. Was ist da passiert? Da habe ich entschieden, dass ich mich jetzt, wo ich 50 werde, mich dem Thema widme, wie geht es weiter mit mir. Das habe ich immer so gemacht.
Also als ich mit Männern nicht zurechtgekommen bin, habe ich geschrieben, wie es den Männern mit den Frauen geht. Ich habe immer geschrieben, um zu schauen, was erwartet mich journalistisch und als Buchautorin. Und da wollte ich dann einfach schauen, und wie wird das mit mir, wenn ich jetzt 40 bin, 50 bin, wo gehe ich hin? Ja. Und dann habe ich das einfach Frauen gefragt, mich selber gefragt, selber mich hinterfragt und reflektiert. Und das hat mir immer sehr gut getan. Also ich kann nur jedem Menschen wünschen, dass er sich mit dem, wo er gerade selber hingeht, einfach intensiv beschäftigt, mhm, und sich nicht mit vorgefertigten Bildern zufrieden gibt. Mhm. Mit welchen Bildern des Altwerdens oder auch des weiblichen Altwerdens sind denn Sie aufgewachsen? Oder schauen Sie da gar noch nicht hin mit Jugendlichen 31? Ja. Doch, wir haben ein bisschen im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet. Ich verbinde eigentlich mit dem Älterwerden sehr viel positive Sachen. Gerade auch, vielleicht ist es auch ein bisschen kulturell. Meine Wurzeln sind ja in der Türkei. Und da schätzt man eigentlich ältere Menschen sehr und man schätzt auch ihre Weisheit. Und das Interessante ist auch, ich bin auch praktisch in meiner Familie mein Opa und meine Oma sind früh gestorben und meine älteste Tante war dann praktisch die, die dann immer auf die ganze Familie geschaut hat. Und deswegen, Schätzt man die Weisheit, schätzt man das Alter oder schätzt man auch das Aussehen und den Körper? Ich glaube alles, die Weisheit, man respektiert einfach ältere Menschen und ihr Wissen und die Erfahrung, die sie haben. Man hört gerne auf Ratschläge und das würde ich auch, glaube ich, so behalten. Und wenn ich mir überlege, jetzt in der Diskussion, so was mache ich, wenn ich älter bin, ich glaube, ich werde weiterhin das machen, was ich jetzt auch gemacht habe. Aber vielleicht nicht mehr für die muslimische Jugend. Ja, genau. Ich werde mich für die Themen einsetzen, die mich bewegen. Ich werde mich für positives Zusammenleben einsetzen. Mhm. Vielleicht weiterhin auch für Jugendliche engagiert sein, insofern, dass man sagt, man fördert die Bildung der jungen Menschen. Das ist ja auch jetzt schon Anliegen der muslimischen Jugend. Und ja, ich glaube, es gibt viel zu tun und man muss sich gleich eine Aufgabe nehmen oder eine Aufgabe für sich in der Gesellschaft sehen, egal wie alt man ist. Mhm. Sie haben vorher gesagt, Sie sind systemischer Coach und als solche wissen Sie, alles, was man erlebt hat, das wirkt. Sie haben ein Bild vom Alter erlebt an Ihrer eigenen Mutter, das ein anderes war. Das war nicht die wilde, weise Frau, sondern das war eine Frau, die letzte Lebensphase krank und dement erlebt hat. Was hat das mit Ihnen getan? Das war natürlich hart zu sehen. Weil wenn das in der eigenen Familie passiert, wo man dann sieht, jemand verschwindet auf eine gewisse Weise und ist auch nicht mehr da im Sinne dessen, ich begegne dir. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich habe ganz andere Möglichkeiten als sie. Meine Mutter hatte keine Wahl. Die hat den Krieg erlebt, sie hat früh Kinder gekriegt, sie hat ein Kind verloren auf schlimme Weise und hat keine Möglichkeit gehabt, das zu verarbeiten. Also dieses, ich gehe weg und erinnere mich nicht daran, da sehe ich auch einen seelischen Aspekt. Und umso mehr glaube ich, dass dieses, wie bin ich alt, wie werde ich alt und kann ich meinen Träumen folgen? Weil wenn ich meinen Träumen nicht mehr folgen kann und abdanke in irgendeiner Art und Weise, dann sind in meinem Verständnis von Zusammenhängen auch die Chancen, dass ich so gut alt werde, dass ich ganz da sein kann, deutlich größer. Das bedeutet viel reflektieren, aber auch viel fühlen. Das bedeutet aber auch, äußere Zeichen zu setzen. Das tun Sie, indem Sie selbst ein schnittiges Cabrio fahren, das das Kennzeichen BOW 17 hat. Was bedeutet das? Beautiful old woman. Und das ist die Reaktion, und darauf sind total lustig. Die Leute glauben ja dann, es ist ein Unternehmen oder so, BOW. Das musste die englische Formulierung sein, weil? Naja, weil schöne alte Frau heißt Schaf abgekürzt und Schafe waren wir schon lange genug, das wollte ich jetzt nicht unbedingt auf meinem Auto haben. Und die Männer, wenn sie sagen, was heißt das auf dem Kennzeichen, sagen, meistens, ja. Und die Frauen sagen, ja, wow, endlich sagt das jemand über uns, ja. Und ich meine das auch gar nicht oberflächlich. Ich glaube, dass Altsein und Altwerden ein sehr schöner und wertvoller Prozess ist, wie alles andere auch. Und wer das nicht will, außerdem muss jung sterben. Ja. Das ist meine Chance dann. Altwerden heißt auch, sich auch zurückzuschauen und zu erinnern. Willi, in meiner nächsten Sendung werden wir anlässlich 30 Jahre Besetzung Hainburger Au auf die Ereignisse damals zurückblicken. Du warst ja auch dabei als Musikant mit den Schmetterlingen. Ja. Woran erinnerst du dich, wenn du 1984 an die Besetzung der Au erinnerst? Ich erinnere mich an unser Konzert am 23. Dezember oder was der 24. Mhm.
weil es so kalt war, dass die Gitarristen die Griffe nicht mehr wechseln konnten auf der Gitarre, was die Musik ein bisschen eintöniger gemacht hat. Mhm. Na, war eine große Zeit. Mhm. Und es war sehr spannend. Und ich war voll enthusiasmiert natürlich auch. Darüber werden wir dann nächstes Mal reden. Bedanke mich bei meinen Gästen heute ganz, ganz herzlich. Darf Sie aber auch jetzt schon einladen, nächsten Donnerstag mit dabei zu sein, wenn dann hier an diesem Tisch Frieder Meißner-Blau Platz nehmen wird. Außerdem der jetzige Lebensminister André Rupprechter, der damals unter den AU-Besetzern war. Und ich freue mich auf den früheren Innenminister Karl Blecher. Er wird da sein. Wir wollen über 30 Jahre AU, wir wollen uns daran erinnern, aber auch darüber reden und nachdenken, wie wichtig Widerstand und Protest für eine lebendige Demokratie sind. Das also dann nächste Woche. Für heute sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht.